Du fickst sie und weißt schon, wie sie aussieht. Du siehst sie nur im Club. Ja, und was ist da dran so geil? Keine Ahnung. Es passiert einfach genau in dem Moment. Es gibt kein Voran und vor allem gibt es auch kein Nachhinein. Also gibt es auch nie den geschissenen Moment, dass irgendwie dich später siehst und nachher müsstest du darüber reden. Es ist allein der Moment. Und ohne das romantische Zeug rundum. Es zählt sich auch beide. Dann beide Sex, jetzt und da. Also gibt es keine Frage mehr. Alter, du hast sie auf der Scheiße gekickt. Ja, ja. Er hat mich nicht verlieben oder so. Ey, weißt du, das ganze Zeug mit irgendwie sich kennenlernen, umschnurren, am anderen will gefallen. Ich kann das einfach nicht. Weil die Leute haben immer das Gefühl, es müsste alles so hure deep sein, aber es ist ja nicht so, als wäre ich voll emotional fertige Kind. Sex ist einfach Sex. Es ist Technik. Ohne irgendwie mystische Geheimnisse dahinter. Es ist simpel und hure geil. Wenn du das Ganze so anonymisierst, dann fehlt dir doch irgendwie so eine Einzigartigkeit. Also dann, wenn es eben etwas anfängt zu bedeuten. Ja, die, ich bumse, ist einzigartig. Was schnurst du? Du redest von Technik. Du wendest einfach immer die gleiche Technik bei verschiedenen Frauen an. Ja, und du wendest einfach immer die gleiche Technik bei den gleichen Frauen. Alter Mann, ich rede mit dir sicher nicht über meine Freundin. Ja, also Interesse. Ich habe einfach eine andere Definition von meinem Leben. Ich liebe und du fickst. Ich liebe ja auch. Einfach beim Ficken. Ich liebe alle Frauen, die ich putze. Sorry, was ist denn das für eine Definition von Liebe? Das ist einfach purer Egoismus, das ist gar nicht. Der Vögel steht, der Vögel steht. Aber wenn zwei Menschen sich treffen, dann nachher ist es doch viel komplexer, oder? Wenn du triffst dich, nachher fängst du miteinander an zu schwätzen, nachher küsst du einander und dann schlafst du miteinander und dann wächst die Geschichte raus. Aber es ist so falsch, wenn man keine Geschichte will. Können sich nicht einfach zwei erwachsene Menschen treffen, dann haben Spass haben. Es hat aber immer eine Geschichte. Und wenn du das nicht gehst, bist du einfach ein hoher Ego, sorry. Ich habe das einfach nie so erlebt, wie du das jetzt erzählst, okay? Ah ja? Und was war denn mit der Selin? Damals, als du so herzlich angefangen hast? Hey, fress mit dem Selin, okay? Mit dem Scheiß, okay? Hey, was läuft mir neu, Mann? Ich kann nur sagen, dass es gerade viel verschiedene Frauen zu bumsen, ohne sie gerade zu heiraten. Und ihr den Hure behindert. Ich bringe noch mal ein Bier.